Wenn Sie wollen, dass Paris den Tauben für immer gehört, dann sollten Sie die Stadt erstmal von diesen beiden befreien. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich Vogelfutter. Hast du eine rettende Idee, Ladybug? Du bist die Katze, isst du die Dinger nicht zum Frühstück? Sieh nur! Gurro, ein grandioser Tag! Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Ausgezeichnet, und jetzt holen Sie mir Ihre Miraculous! Gurr, eure Miraculous! Übergebt sie mir oder stellt euch dem Zorn meiner gefiederten Freunde! Ich zähle bis drei, dann werden meine lieben Tauben das Feuer eröffnen. Ihr könnt eure Haut noch retten, indem ihr mir eure Miraculous übergebt. Eins, zwei... Cat Noir, das Gitter! Kataklysmus! Sieh einer an, die Tauben sind wohl doch nicht so mutig. Was? Sie sind nicht weggeflogen. Ich schlage nur zwei Fliegen mit einer Klappe. Gurr! 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 Fröhliche Weihnachten! Ich bin noch nicht fertig mit euch! Gurr! Hier hält Mr. Pigeon also die entführten Parkwächter gefangen. Im Grand Palais. Mein Taubenradar schlägt Alarm. Entweder funktioniert dein Radar nicht richtig oder die Parkwächter werden streng bewacht. Dann geht die Katze mal die Tauben aufmischen. Warte, Kätzchen, nicht so voreilig. Ich hab einen Plan. Perfektes Timing, holy ho! Wir sind vorbereitet für den Empfang, oder? Sie werden mir direkt in die Falle gehen, wie geplant. Keine Sorge, in Kürze wirst du ihre Miraculous besitzen. Mein lieber Mr. Pigeon, ich kann's nicht erwarten. Wir müssen seine Vogelpfeife zerstören. Da drin ist der Akuma. Also gut, du machst das Fenster auf, ich schnapp ihn mir und bring ihn hier irgendwie rauf. Dann nimmst du ihm die Vogelpfeife ab. Gut, der frühe Vogel fängt den Wurm. So viel zum Überraschungseffekt. Kommt schön näher! Ich hab noch ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Ich kann's kaum erwarten. Hol uns hier raus, Ladybug! Es funktioniert. Er hat Kims Fährte aufgenommen. Oh, komm mit. Ein Marienkäfer? Gute Wahl. Ein langsameres Tier wäre besser gewesen. Wo ist der Knopf für die Türen? Natürlich funktioniert hier nichts ohne Schlüssel. Nimm sein Miraculous, den Ring, den Ring! Hey, die Verwandlungen scheinen ihn zu ermüden.
Dann warten wir einfach, bis er noch müder ist. Dann lässt sich der Akuma leichter fangen. Kataklysmus! Es ist kein richtiger Käfig, aber es dürfte reichen. Ich denke, dass dieser Krach ihm keine gute Laune macht. Da könntest du vielleicht sogar recht haben. Also warten wir. Bald dürfte es soweit sein. Es funktioniert! Was soll das? Diese Tierart ist ausgestorben. Der Tyrannosaurus Rex ist zwar ausgestorben, aber genau genommen ist er immer noch ein Tier. Tja, ich kenne noch zwei, die gleich vom Aussterben bedroht sind. Eine Katze und ein Marienkäfer. Ein Wagenheber? Zu schade, dass Anyman keine platten Reifen hat. Sieh nur, wie kurz seine Vorderbeine sind. Also wäre Basketball nicht sein Sport. Was willst du damit sagen? Du kletterst so auf ihn drauf, dass er dich nicht erwischen kann. Und während er so abgelenkt ist, kann ich ihn überwältigen. Das ist ein guter Plan. Im Ablenken bin ich sehr gut. Das wird knapp! Sehr komisch. Wir haben ihn gar nicht benutzt. Was bedeutet das wohl? Ich glaube, es heißt, dass wir ein gutes Team sind. Oh, Kid Noah, warte! Ich weiß, was ich tun muss. Ladybug! Guten Appetit, T-Rex! Nein! Das wirst du bitter bereuen! Lass ihn los! Ladybug! Sie ist allein! Wenn Adrien Cat Noir ist, dann muss er sich verwandeln, um ihr zu helfen. Gorizilla, greif Ladybug an! Das hat keinen Sinn, er ist zu stark! Cat Noir, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe und zwar schnell. Ich bin auf dem Montparnasse-Turm. Hubschrauber? Zum Spielen habe ich jetzt keine Zeit. Sehr gut. Nimm dir jetzt Ladybugs Miraculous, während wir auf Cat Noir warten. Es tut mir leid, Ladybug. Kein Problem. Ich muss es nur irgendwie schaffen, dieses Ding zu lenken. Ladybug wieder ein! Halt dich fest! Entschuldigung! Lass Adrien los, sofort! Spring, Adrien, schnell!
Das tue ich. Oh. Ja! Nein! Wenn du dich nicht bald verwandelst, endest du wie ein Stück geschmolzener Camembert. Das geht nicht, Plek. Nicht hier in der Öffentlichkeit. Bestimmt hat Ladybug einen Plan. Ich vertraue ihr. Oh. Hab keine Angst, Adrien. Ich werde dich auffangen. Solltest du wirklich Cat Noir sein, dann verwandle dich, Sohn. Bitte. Komm schon, Adrien. Cat Noir, Hilfe! Lass Ladybug fallen. Haben wir dich! Mit meinem Geruchssinn habe ich dich erschnüffelt, Santa! Folge mir und leiste keinen Widerstand! Zurück, Santa! Grießmeister verlangt sein Geschenk! Grießmeister? Weihnachtsgeschenke muss man sich verdienen und man bekommt sie nur an Weihnachten. Wenn du denkst, dass ich die Regeln breche, dann bist du auf dem Holzweg. Jetzt wartet mal kurz. Es ist doch nicht nötig zu kämpfen. Das ist nicht der Gedanke von Weihnachten. Hm? Wäre es denn so schlimm, wenn du die Geschenke früher verteilst? Nur dieses eine Mal. Hör auf diesen schlauen Mann. Wo wir dabei sind, ich wünsche mir neue Schlittschuhe. Die könnte ich für meinen nächsten Wettbewerb gebrauchen. Die Idee gefällt mir. Ich wünsche mir... Halt! Das wird auf keinen Fall passieren. Oh, wieso nicht? Es gibt strikte Weihnachtsregeln. Man öffnet Geschenke nicht früher. Ich verteile sie an Weihnachten, nicht an Ostern oder Halloween. Sonst werden eure Geschenke vielleicht von einem Hasen oder einer Hexe geliefert. Oh nein, was habe ich getan? Aber kannst du nicht eine Ausnahme machen? Tradition ist Tradition. Wenn wir sie nicht mehr respektieren, ist das das Ende von Weihnachten. Oh. Also, einen Fall gibt es schon, in dem ich eine Ausnahme machen könnte. Und zwar für... Das Kind mit dem besten Benehmen der Welt, das ganz oben auf der Liste der braven Kinder steht. Bravo, Ladybug. Wenigstens einer kennt die Regeln von Weihnachten. Euer Grießmeister ist bestimmt nicht das Kind mit dem besten Benehmen der Welt. Wenn das so ist, Soldaten, Angriff! Angriff! Ah! Wieso so viel Hass? Ladybug, Cat Noir, beschützt Santa. Ich kümmere mich um die Spielzeuge. Dreifache Achse und von einer Sitzpirouette in einen zweifachen Kolo. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Du hast scharfe Zähne für ein Spielzeug. Lass mich runter. Ich denke, ich weiß, wer der Meister ist. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen? Wer ist das? Ich muss das erst überprüfen, um sicher zu sein. Darf ich, Santa? Der Geruch von Kaminfeuer und Zimtplätzchen. Das ist so weihnachtlich. Hier, Santa Cat. Da! Ich rieche Santa Claus, du! Oh. Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten euch allen! Da ist er! Ich kann ihn riechen! Er ist ganz in der Nähe! Mir nach!